Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir morden uns kurz einmal hier durch. Ausweichen. So einer ist das an mehr. Absoluter Ernstfeind. Irgendwo eine Tür offen. Ja. Gut. And as I willingly relinquish this token of my past life, so too do I relinquish my past entire. For I have been reborn in the light of our Eternal Lady and proven myself worthy of being counted amongst the ranks of her blessed servants, the hallowed sentinels. To her and our holy work do I commit my blood, my life, my future, and my soul in Radiant's judgment. Meier hier. Ich one-shot noch nicht bei diesen Typen hier. Ich wollte eigentlich gerade noch einen Tontest machen, das habe ich vergessen. Weil ich gucken wollte, wie die Qualität jetzt ist. Da die letzten Videos waren ein bisschen, da war ich ein bisschen leise. Das liegt auch oft daran, weil ich irgendwann anfange zu immer leiser zu reden. Grew from a seed into what you see now in a single day. One of Judge Cleric's miracles to edify her disciples. Was du eigentlich hier? Once hung from it, an ancient banner carried into battle long ago by Our Lady herself. A symbol of more virtuous times. And one torn down and disgraced since. Lampbearer. If you should find the pieces of the banner during your journey, bring them to me. I'll mend what's been broken, carry it with me into the heart of the Empyrean and present it to Judge Cleric as a reminder of what the hallowed sentinels once were. I have too much hallowed sentinel blood on my hands to expect or deserve redemption. But I must do what I can for those who can still be saved. Bitteschön. I prayed the banner had not been destroyed completely, and Our Lady heard me. It's a sign there is still hope. And I don't overlook your part in this, Lampbearer. Perhaps Pietar was right about you after all. Bist du auch irgendwas dafür? In Radiance, Judgment. Hm.
Our Immaculate Lady will bring redemption. Will bring redemption. Wir finden auch das gar nicht hier. Hilfst du mir nicht? Was bist du denn für ein Freund hier? Ja, wir arbeiten zusammen. Hammer der ketzerischen Wächters. Gut, 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 gut. Was? Is it you? Brauch leider ein bisschen XP, ja, um mein Gewicht zu skillen. Ich bin leider etwas übergewichtig. Ein Abspecken kommt ja nicht in Frage. Verstehe. Ist hier irgendwas? Schwäche Salz. Ah, vielleicht kommen wir jetzt nach da unten, ist ja praktisch. Mal nachgucken wegen Level Up. Lass mal kurz ruhen, damit er abhaut hier. Jetzt nervt er mich noch. Ich mag lieber das Geräusch, wo er sich auspeitscht. Bam, bam. Habe ich jetzt 2 Level Ups? Ja. So, das war doch Beständigkeit. Oh, und bei Leben geht auch mein Gewicht höher. Jetzt nehmen wir doch Leben, warum nicht, ne? Zack. Jetzt bin ich wieder im Mittel. Perfekt. Aber ein bisschen Ausdauer würde ich ja trotzdem nochmal skillen wollen. So ist es ja nicht, ne? Ich werde wieder hier in das Reich gezwungen. Alter. Noch so eine Ursula. Ah, hier kann ich rausgehen aus dem Reich. Au. Kannst du bitte ein bisschen näher kommen? Komm schon.
Wir müssen es auch nicht gleich übertreiben, ne? Alter, wie viele... Angst. Ursula da oben macht mich wahnsinnig. Naja, kannst du mir nicht, das kannst du mir nicht erzählen. Die steht auch noch hier in dem Flur. Ich habe Angst. Wir chillen erstmal, ne? Wir chillen erstmal in unserer Basis. Ganz gemütlich. Ich sehe hier keinen Grund zu pushen hier. Lass mal so ein Feuersalz mal langsam mal nutzen. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Sobald das weg ist, gehen wir dann. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier rausbekommen habe. Habe ich nicht bekommen. Ach, schau mal. Das ist doch schön. Auch wenn ich jetzt das hier damit gelöscht habe. Ne, ich will da nicht hin. Bin jetzt zufrieden. Sieht die toten Verdammnis aus. Jetzt können wir das Tor aufmachen. Arschloch. Sieht halt aus wieder wie so ein absolut kranker Bosskampf, wenn ich diese Tür da öffne, die Gold, die rote da. Das ist... Naja. Gehen wir mal rein. Mir das weh? Was atmet hier sehr schwach, sehr stark. Will ich das Ding überhaupt rausziehen? Kann ich aber weitergehen? Das tötet mir, mein Freund. Das tötet mir a lot. Ja, ich würde sagen, wir machen mal Leben dann auf 40. Und dann gehen wir mal weiter. Mit Ausdauer. Ich will tatsächlich gehen, Leute.
Wie sind wir lang? Das ist alles. Ah, hier bin ich jetzt. Jetzt müsst ihr mal warten, ja? Jetzt müsst ihr mal kurz warten, ja? So, ich will mal kurz gucken, was hier oben noch ist. Ja, also wir heben das Ding auf. Also ich will es auf jeden Fall mal aufheben, weil wir auch die Abkürzung geöffnet haben. Schade. Daneben. Ah. Sisters, I must see Judge Cleric on a matter of the utmost urgency. Please, stand aside. Our Immaculate Lady does not wish to be disturbed, Pieta. This sickness, this corruption spreading across the kingdom is out of control, and our efforts to cleanse it have devolved into callous butchery. People, including our own brothers and sisters, are suffering and dying. We speak for Judge Cleric, Pieta. Should she have need of you, you will be summoning. As for those who fall victim to the corruption, perhaps they are merely proving their souls to be undeserving of salvation. After all, eigentlich würde ich jetzt schon gerne mal hochgehen. Au. Einfach damit wir schon mal. Keine Ahnung, wir kommen bestimmt eh nochmal zurück. Dann heben wir das Ding auf. Ich habe das Gefühl, wenn ich das aufhebe, kommt so ein krasser Hordenmodus. Muss jetzt nicht sein, ne? Mal hier so ein Checkpoint. Ja, dann wahrscheinlich noch ein Bosskampf. Möchte in Ruhen und in Frieden. Also wenn wir nochmal zurücklaufen, dann heben wir es auf. Aber ich habe, wie gesagt, ein sehr schlechtes Gefühl dabei. Wiedergeburtslarve, ne? Ne. Wir machen das mal in der nächsten Folge, den Kampf. Ich teleportiere mich ja erstmal zurück, guck mal nach, ob ich vielleicht irgendwas abgeben kann, irgendeine Quest. Weil jetzt in den letzten zwei Minuten jetzt noch einen Bosskampf gegebenenfalls zu starten, fühle ich jetzt nicht so. The Abbey is the only home I've ever. It pains me to see it now. And sisters who roam. But I take comfort in knowing that salvation accept those who instigated this corruption. Okay. Hier kann ich zum Beispiel nichts machen. Stimmt, dann mal in deinen Ring hier, ne? Ah, good Sparky. Gerlinde is back to work. Also, that stubborn sad sack did come in useful, von Lev. Gerlinde will be moving full of squabbling, short-sighted half-wits. It Gerlinde has some scores to settle. Hm. Mal unser Talisman upgraden, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, warum nicht, ne? Stärkere Zauberkraft, warum nicht? Ah, wir können jetzt drei Runen haben, wunderbar. Trelos.
Erhöht die Entzündung Aufbaurate. Waffenfunktion erhöht die Entzündung auf Rate. Schildfunktion erhöht den Widerstand gegen Entzünden. Aber machen wir das auch hier rein jetzt. Und hier haben wir beidhändigen Schaden. Ja. Aber jetzt sind wir sowas von leichter. Oh. Falls wir mal nochmal schwere Rüstung finden. Hier nicht noch irgendwo einer? Come on, get to it. Bring it. Da will ein Buch. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und somit auf Wiedersehen.